Und damit ein herzliches Moin und willkommen, meine lieben Freundinnen und Freunde, zurück zu Parasite Eve. Ja, und erstmal eins vorweg, liebe Freundinnen und Freunde, das Spiel ist gerade pausiert. Es gibt eine kleine Neuerung. Ich habe einen anderen Emulator gefunden, mit dem das Spiel doch tatsächlich spielbar ist. Und zwar habe ich es geschafft, das Spiel so zum Laufen zu kriegen, dass es nicht einfriert. Es gibt ja, es gibt anscheinend einen bekannten Bug in diesem Spiel, dass das Spiel im zweiten Akt einfriert. Und ich habe zig Varianten probiert und einen anderen Emulator genommen. Ich habe einfach andere Versionen einfach nur probiert von dem Spiel. Was ich jetzt herausbekommen habe, ich habe einen anderen Emulator jetzt installiert. Der nennt sich DuckStation. Und dieser Emulator hat auch noch folgende eine Eigenheit, die mich positiv überrascht hat. Ich kann mit Leertaste einfach mal das Spiel pausieren. Das ist so wunderschön. Ich kann mit F2 und F3 kann ich die Spiele speichern. Wenn ich jetzt zum Beispiel F3 drücke, ich hoffe, das war richtig. F3. Oh, okay. Ah, da kann ich wählen, welchen Slot ich haben wollte. F3, Sekunde. Ah nee, F1 und F2. Oh. Ah, gucke mal. F2 speichern. Tada, Spiel gespeichert. Oh, es ist so wunderschön. Und das Ding ist auch relativ innovativ. Die ganzen Features von diesem Emulator sind viel, viel besser. Die gefallen mir viel, viel besser als die bei EPSXE. Und auch nochmal, upsili, ganz kurz eben, kleiner Beweis, dass ich auch wirklich das Spiel habe. Da ist es. Original. Mit einer CD. Die andere ist in dem externen Laufwerk drin. Die hole ich gleich noch raus. Ich habe ja die ROM. Funktioniert alles. Oh, wunderschön. So, jetzt geht es wieder zurück zum Spiel. Der braucht immer eine kleine Zeit, bis er das Programm wieder gefunden hat. Da ist es. Alles klar. So. Oh, schön. Gut. Wo waren wir das letzte Mal eigentlich stehen geblieben? Ich musste das Spiel nochmal komplett neu starten. Also wir sind jetzt wieder da, wo wir vorher waren. So, ich schnappe mir mal die Munition. Was auch noch ist, das Spiel oder das Bild ist ein bisschen kleiner gecroppt. Wahrscheinlich auf 720p. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles so richtig ist, aber egal, das kriegen wir hin. So, ich lauf mal hin zu die... Okay, ich wollte gerade sagen, hin zu die Viechers. Wahrscheinlich hat sie die Festplatte einfach abgestellt. Sonst noch jemand? Alles klar. So. P-Energy, wir haben noch nix. Alles klar. Natürlich, wir gehen wieder auf Skill. Erstmal die beiden hier aufbauen. Und dann wird Heilung und Metabolismus aufgebaut. So. Den guten Mann haben wir, glaube ich, uns angeschaut. Er ist tot. Okay. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. An welcher Stelle des Spiels. Und zwar in dem schönen Café. Moin.
Da bist du. Da. So, da ist ein kleiner Freund von uns. Moin. Und död. Lustigerweise, in dem Viech muss ich immer ein ganzes Magazin reinholzen. Aber es gibt da ein Wissenschaftsmagazin. Ja, vom Mittwoch. Ja, das nehmen wir mit. So. Es gibt da einen Trick, wie man die Viecher wohl ein bisschen schneller erledigen kann. So, erstmal rennen. Uah. So, die Ratten sind immer das Ungefährlichste hier. Die gehen immer mit genau drei Schuss gegen die weg. Jetzt können wir auch noch was skillen. Genau, P-Energie. Genau. Und zwar Antibody. Damit schalten wir uns nämlich einen Bonus für Mana-Punkte frei. Zing. So, jetzt kriegen wir nämlich plus 2 Mana-Punkte oder doppelt. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. So. Hier hängt ein Schlüssel. Ja, den nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob ich soweit schon gespielt habe, aber ich glaube ja. Wenn dem so sein sollte, ich mache jetzt diesmal ein bisschen. Ich rush hier jetzt mal ein bisschen durch. Ja, Tabletten. Den könnten wir uns jetzt nochmal. Hier riecht's nach Blut. Hm. Warum nur? So, den guten Mann, den können wir auch in Ruhe lassen jetzt. So. Eine Armpulle. Gibt es auch eine B-Pulle? Entschuldigung. Und ich muss auch noch mal dringend bei OBS einen Limiter einbauen. Dass, wenn ich ein bisschen zu laut bin, dass er das mal ein bisschen runterpegelt. So, ich mache mir das Mikrofon noch mal ein bisschen anders. So, okay. Heididai. So. Und lustig auch, ich könnte entweder mit dem Stick herumlaufen. Ist aber ein bisschen kompliziert. Oder mit dem Steuerkreuz. Und ich, irgendwie mag ich es doch lieber, mit dem Steuerkreuz zu latschen. Aber mit dem Stick ist der hier ein bisschen schneller dabei. Drücken. Wir machen erstmal. Okay, das ist zu hell. So. Zip. Das ist der Bildschirm. Da ist unser. Da wäre eigentlich der Polizist gewesen. Ist anscheinend jetzt weg. Da ist Robert, unser Freund. Moin. Da haben wir noch einen SWAT-Beamten. Okay, er scheint okay zu sein. Aber was macht er da? Bastelt der da an etwas? So, das. Und dann drücken. Hier haben wir den Helikopterplatz. Und hier ist auch noch was. So. Jetzt haben wir hier ja, glaube ich, den Schlüssel. Hier so passt er zum Beispiel nicht rein und hier passt der blaue Schlüssel rein. Und nachher holen wir uns auch mal den roten. Der kommt ein bisschen später. Ich habe das Spiel nämlich schon mal so ein bisschen durchgedaddelt. Bis zu dem Punkt. Ah hier, 1, 2, 3. Und dann müssen wir. Die Zwischennote ist eine 4. Dann haben wir da 5 und 6 und 1. 5, 6, 1. Musiknoten sind eingezeichnet. Bridge, Brücke. Wo der Titel des Stücks? Nicht ganz. Wir sehen hier rechts oben dahingekritzelte Noten. Nicht ganz. Ich glaube, die Maus, geht das? Okay, ich kann die Maus nicht bewegen in dem Spiel. Oder wenn ich. Ah ja, wenn ich auf Pause gehe. Gut. Hier sehen wir ja
ein Foto von der Brücke. Und das ist der Code, den wir dafür brauchen. Ob das wohl eher eine Bedeutung hat? Ja, welche wohl? So. Ups. Einmal schön Wasser. Und hier haben wir den schönen Brunnen des Poseidon. Moin. Brunnen des Poseidon. Ist ein Blutspur. Nee. Im Wasser liegt etwas. Ich kann es nicht erkennen. So. Worin liegt das? Das Wasser ist anscheinend zu kräuselig. Und, Mützen auf der Skulptur sollen wohl Glück bringen. So, das waren alle Gesprächsoptionen, die wir machen können. Was ich jetzt tue, ist, ich mache erstmal hier das Schloss auf. Ich könnte hier jetzt auch wieder durchgehen. Ich weiß nicht. Sind die Viecher? Nein. Das ist auch noch so eine kleine Eigenheit von der Karte. Und zwar alle Bereiche, die zum Beispiel rot eingezeichnet wären, sind mit Monstern, in Anführungszeichen mit Monstern, verseucht. So. Dann mache ich die Tür auch nochmal auf. Zack. Jetzt können wir... Oh. Jetzt gibt es hier so einen kleinen Trick. Tod. Indem man die Viecher einfach in den Rücken schießt und dann mit Blei vollpumpt, kriegen sie auch weniger, kriegen sie auch sehr viel mehr Schaden. So. Ah, Polyacrylweste, völlig zerrissen. Immense Kraft. Können wir den nochmal angucken? Da liegt etwas. Oh, Arzneiflaschen. Oh, geil. Ich glaube, jetzt geht's nicht mehr. Er ist noch so jung. Das ist ätzend. Tja. So. Und jetzt gehen wir nach oben. In einer wunderschönen Animation, wo auch der Controller vibriert. Wie schön. Und Feuer. Död. Nachladen. Und död. Mensch, bin ich gut. So. Ah ne, halt. Falsche Taste. Entschuldigung. So. Wie hier jetzt. Oh, XP. Experience Points 136. BP Bullet Points. Ich habe noch nichts. Okay. Und hier kriegen wir, glaube ich, auch noch eine Schutzweste von dem guten Mann. Er atmet nicht mehr. Nein. Seine Schutzweste ist ja unbeschadet. Schutzweste erhalten. Ich werde sie mir kurz ausleihen. So. Rückgrat ist gebrochen. Er wurde von hinten überrascht. Von jemandem, den er retten wollte. So. Jetzt können wir auch noch Folgendes machen. Wir packen die wunderschöne Schutzweste dahin. Und die macht Folgendes. Die gibt uns nochmal ein paar HP dazu. 50. Und
fügt nochmal 10 MP, also Mana-Punkte hinzu. Und wir können 7 verschiedene Gegenstände hier hinzufügen. Das heißt, das GPS. Nein. Das müssen wir hier hinpacken. Das muss immer dabei sein, damit wir dieses kleine, was ist das, Fadenkreuz da oben rechts haben. Damit wir unsere Feinde sehen können. Ich verschiebe mal das dahin. Gasspray. Eine kleine Spraydose. Ich habe keine Ahnung. Wir schmeißen mal ein paar Tabletten dahin. Und verschieben auch nochmal Medizin dahin. Ich weiß nicht, was die Ampulle und die beiden machen. Fläschchen können wir auch nochmal verschieben. So, das war's. Das lassen wir jetzt erstmal so. Wir kriegen gleich, glaube ich, auch noch genug Punkte. Bing. Und da stehen zwei nette Herren. Juice. Haben wir noch Wasser? Kommt die benutzen? Nee. Ampulle? Fläschchen? Okay, das macht unseren Gesundheitsstatus wieder hoch. HP-Regeneration. Ah, okay. Ach. Multivitamin-Tabletten mit HP-Generation. Okay. Okay, das finde ich ein bisschen ätzend, dass die dann nicht weiß. Oh, hier, guck mal. Diese Arzneiflaschen oder Ampulle, die macht meine Mana-Punkte, richtet sie wieder her. Finde ich so ein bisschen schade. Moin. Oh. Feuer! Und nochmal Feuer! Also die brauchen entweder 2 Feuerstöße. Ich finde das Geräusch immer so lustig. Wie sie dann umfallen, so. Yeah. Ach komm, wir nehmen einfach mal alles mit. Schüsse. Wie hört sind Schüsse? Oh, der gute Mann kann warten. Wir gucken uns erstmal den netten Herrn hier an. Die Schutzweste, völlig zerfetzt. Hatte keine Chance. Aber ich will sie mir nur kurz ausborgen. Ja, ich glaube nicht, dass er die auch zurückhaben möchte. Rote Blätter kleben an der Schutzweste. Es ist kein Blut. Tja, die roten Blätter stammen wohl davon. Von Rosen. Er muss sich noch gewehrt haben. Ich glaube, ja, das war's. Okay. Gut. Dann würde ich doch mal sagen, geht's ab in die Kapelle. Keine Bewegung. Der konnte hüpfen, der gute Mann. Bist du okay, Robert? Nicht weiter schlimm. Was war das? Keine Ahnung. Er sprang von der Decke. Was ist mit der Verstärkung? Kommt keine. Tut mir leid, sie schicken niemanden. Ach, wirklich?
Da musst du den Typen alleine verfolgen. Alles klar. Sei vorsichtig, Aya. Tja, machen wir. Irgendwas ist oberfaul. Tja. Und dann würde ich sagen, liebe Freundinnen und Freunde, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gebt mir doch, wenn ihr oben, falls ihr Bock drauf habt. Ansonsten immer nicht, ist ja wie immer euch überlassen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, traumhaften Tag noch. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.